herzlich willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung. Ich zeige euch aus dem SCS-Forum von Antonio seine Niveco Turbo in einem Update, nämlich von Sebastian. Hat er anscheinend ja die Berechtigung dazu bekommen, dass er das ein bisschen umbauen darf, und hat er auch gemacht. Ich zeige euch das mal. Wir können aber trotzdem mal ganz kurz drüber schauen, was hier noch alles so mit dabei ist. Wir haben hier natürlich Rauch mit dabei, wenn ihr das nutzen wollt, rundum leuchten. Wir haben hier Kabinenlicht, wir haben hier noch ein paar so Lammbügel und hast nicht gesehen, und natürlich noch so Kleinigkeiten. Ne? Dazu kommen aber dann auch später, die dann auch später sichtbar sind. Denn wir haben natürlich auch die Special-Variante in der Form noch, ne? Klar. Da habt ihr dann hier oben noch ein paar Iveco-Logos und hast nicht gesehen, und ja. Jetzt kommen wir aber zu der Variante, die eigentlich interessant ist, was diesen Mod ja eigentlich ausmacht oder warum er es gemacht hat, ist diese 6x4. Und hier gibt es den Aufbau. Ich zeige es euch mal anhand hier folgendermaßen. Haben wir hier praktisch diesen Aufbau mit Plane. Das sieht dann so aus. Boah, weiß nicht, ob das früher so ausgesehen hat, weiß ich nicht. Da haben wir noch eine Kronebox. Oh, dann haben wir noch hier so einen Kofferaufbau und dann nochmal so einen Tankaufbau. Genau, und dann hier an der Seite haben wir natürlich noch die Auspuffanlage in der Variante, die dann halt hier drauf ist. Ne? Also da müssen wir mal gucken. Aber so zumindest sieht es jetzt erstmal aus. Ne? Genau. Sieht ganz schick aus. Beim Trailer gucken wir dann gleich noch, weil der Trailer gibt uns nämlich auch noch mit, was da noch so alles mit am Start ist. Gucken wir mal. Ne? Ansonsten hier vorne gibt es natürlich, guck mal hier, wir haben sogar Slots. Das heißt, ihr könnt hier noch ein bisschen was anbauen. Das finde ich gar nicht so schlecht. Ich lasse aber immer mal eins aus. Ich will es ja nicht übertreiben. So. Dann da noch und dann da oben. Was haben wir da noch für ein Zeug hier? Viert. Dann nochmal da noch. Hier noch ein paar Slots. Ich weiß gar nicht, ob man da... Habe ich ein paar Lampen da? Hätte ich da, ja. Ich freue mich. Guck mal hier, diese helle Lampe hier. Die knalle ich jetzt hier vorne mal ran. Dann, was haben wir noch für Slots? Das ist hier die Auspuffanlage. Genau, dann sind wir eigentlich hier schon durch. Kommen wir mal ins Interieur, was da noch so mit dabei ist. Wir haben ein Standard-Navi, aber wer es weiß, Sizzles Interieur und ist hier kompatibel. Das erkennt man hier ganz leicht schon. Ne? Klar. Also wer dann hier... wenn hier dann natürlich da noch was machen will, kann das gerne tun. Also Sizzle Interieur und nutzen. So, dann, ich mache deshalb, aber das finde ich jetzt auch mal ganz interessant, wenn hier viel mehr Slots vorhanden sind, wenn man eigentlich Anbausachen hat, ne? Aber warum nicht? Immer ran damit. So, ich mache jetzt hier ein paar Kleinigkeiten hin. Ne? Ihr habt da überall Slots, guck mal, ihr habt da Slots. Da ist noch ein Dingsbums-Cam hier noch dabei. Achso, dann brauche ich das gar nicht, dann nehmen wir es doch weg. Was haben wir da noch? Ein Radio, ein altes. An diesem Funk, das ist ein Funkgerät. Das ist ein Radio. Okay. Hier, das ist Gardinen. Ja, kommen wir mal Gardinen ran. Was haben wir da noch? Also das Sizzle, wie schon gesagt, Sizzle sein Zeug geht hier, ne? Sieht das selber. Aber das könnt ihr dann selber alles anbauen. Mit Decke, Kissen, hast du nicht gesehen? Oh, passt. Coole Sache. Also im Interieur kann man da auch noch ein bisschen was basteln. Jetzt schauen wir uns mal den Trailer dazu an. Also ihr habt ja einen separaten Slot mit dabei, also nicht den hier nutzen von Sebastian. Ich habe die zwar auch mit drin, aber ihr bringt uns selber einen separaten Auflieger mit bei diesem Mod hier. Also ihr habt dieses untere Chassis und dann habt ihr, schätze ich mal, oder ich gehe mal schwer davon aus, genau, diese BDF-Box, dann diese Zisternbox, finde ich ganz cool, diese Planebox und diesen Trockenkoffer. Zumindest sieht schwer noch aus, dass es ein bisschen kleiner aussieht, ne, als wie der Originale hier. Von Sebastian zum Beispiel. So, ganze Farbe noch wechseln. Hier kann man noch die Schmutzlappen ranmachen. Hier, glaube ich, sind die Standardsachen noch mit dabei, die man hier noch anbauen kann. Es ist, glaube ich, jetzt auch nicht so authentisch mit dem Original, wenn man das jetzt mal so kennt wahrscheinlich. Aber das müsst ihr dann selber entscheiden, ob ihr das gut findet oder nicht. Aber nur, dass ihr mal Bescheid wisst, dass das halt so geht, beziehungsweise das halt so aussieht, wie es jetzt hier aussieht. So, natürlich, um es vielleicht nicht zu vergessen, wir haben nur einen Motor mit dabei, der hat 381 Pferde. Ne? Das vielleicht immer so zur Info. Ansonsten, Template ist mit dabei. Das könnt ihr dann auch nutzen. So, Plan ist, wie gesagt, so ein bisschen gekrisselt hier. Trailer sieht er da. Ist alles ein bisschen abgeflacht. Ne? Aber finde ich, so sieht er gar nicht mal so schlecht aus. Ne? Oh, der hat einen Sound, ja? Da zieht der Latschen aus. Trailerkabel haben wir auch mit dabei, ne? Eine Hupe. Und dann sieht das so aus, wie es aussieht. Gehen wir mal ganz kurz in den Frachtmann rein. Das ist vielleicht das, was auch ein bisschen interessiert bei diesem Auflieger hier. Wie ihr seht, Paletten, Elektronik, Zucker, Erbsen, Limonade, alles da, so wie es sein soll. Das passt also. Lichttest. Gehen wir mal rein.
23 Uhr. Zack. Dann gucken wir doch mal. Ich mache mal Standlicht an. Abblendlicht, gleich alles an. Jetzt sieht das praktisch so aus, wie ich es jetzt hier mir zurechtgeschraubt habe. Ihr könnt da natürlich, wie schon gesagt, individuell nochmal gestalten. So, also beim Iveco läuft alles hier. Positionslicht an der Seite gibt es nicht. Beim Trailer haben wir bloß so Reflexionspunkte. Das ist das, was ich jetzt vorher gemeint habe mit dem Authentischschein vom Trailer. Ist natürlich jetzt nicht ganz 100%, ne, weil es jetzt der Krone-Aufbau ist von der heutigen Zeit. Da bräuchte man jetzt andere Rückleuchten noch und hast du gesehen, bei einigen Sachen, die jetzt hier nicht ganz so stimmen. Aber gut, da muss man halt Abstriche machen, wenn man das hier fahren möchte. Ansonsten finde ich es erstmal soweit ganz okay. Interieur. Wir haben natürlich noch Interieurlicht mit der Taste O. Könnt ihr das im Interieurlicht hell machen? Ne? So, so sieht es aus. Und dann mach ich wieder aus. Das vielleicht mal zum Interieur. So, was für ein Sound, ne? So, der Iveco Turbo, hier wie schon gesagt, zu nutzen, nicht nur in dieser BDF-Variante. Wie schon gesagt, auch nutzbar in der 4x2, habt ihr vorher soweit gesehen. Kann man auch ein bisschen dran was basteln und mit dem ganzen Interieur Addon hier, in dem Fall von Sizzle, finde ich es auch richtig gut hier. Ne? Wie schon auch erwähnt mit der Überarbeitung, zumindest mit dem Aufbauten von Sebastian seinen Aufliegern oder beziehungsweise seinen ganzen Parts, die hier noch mit dabei sind, wo er da die Berechtigung dazu hat, finde ich auch gut, dass er da eingewilligt hat, denn dafür hat man jetzt das hier, ne? Das ist nobel hier. Schauen wir, ob wir 80 zusammenkriegen. So, ich mach mal rein. Ja, nicht ganz 80 fahren wir. Gucken wir mal schnell auf den Tacho. 77, ja, kommt hin. 77 passt. Also passt auch. Ansonsten cooles, cooler Mod. Was haltet ihr von dem Hobel hier? Könnt ihr mal raushauen, eure Kommentare. Ich finde, dass es ganz lustig aussieht und. Mal wieder was Neues, mal was anderes. Und BDF ist irgendwie, habe ich das Gefühl, momentan richtig angesagt in der Community. Sieht zumindest schwer danach aus. Sonst würden die Modder sich hier nicht einen Pups aufreißen und permanent irgendwelche BDF-Sachen basteln. So. Habt ihr noch Fragen dazu? Dann einfach raus damit. Entweder hier oder im STS-Forum. Hau doch mal ab jetzt hier mit der Mercedes. Dann dürft ihr das gerne machen. Einfach kommentieren. Entweder hier oder im STS-Forum. Link dazu alles in der Beschreibung. Schreibwäsche geht natürlich auch. Genau, zack. Dann dürft ihr es natürlich gerne machen. Ansonsten immer Daumen da lassen, Abo für den Kanal nicht vergessen, die Glocke drücken. Und dann wie immer, knitterfreie Fahrt. Macht's gut, bis bald und adios.